Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will es kurz und bündig machen. Wir halten diesen Antrag für verzichtbar. Dass er heute Priorität hat, zeigt eigentlich auch, wie einfallslos die Koalition ist oder gerade an dieser Stelle die SPD. Ich denke, es geht hier um organisatorische Dinge in den Bäderbetrieben, in die wir uns als Politik nicht einmischen müssen. Das wurde auch in der Anhörung des Bädervorstands deutlich. Die Vorgaben der sehr wohl begrenzten Hallenzeiten, da sind wir uns ja sicher einig, die Vergabe läuft sehr unspektakulär. Ich zitiere Herrn Bestedt-Hensing: Die regionalen Beiräte, die Badleitungen, die Regionalleiter und die Vereine treffen sich zu Vergabesetzungen. Das läuft vernünftig. Ich frage mich, warum an dieser Stelle durch die Politik etwas vorgegeben werden soll. Die bisherige Nutzungsordnung, und das ist die neue Nutzungssatzung, Herr Zehlen wies darauf hin, macht bereits jetzt eine Bevorteilung von Kindern und Jugendlichen möglich. Wir müssen hier nicht zusätzlich agieren. Noch dazu, wenn jetzt wieder mehr sanierte Hallen zur Verfügung stehen. Und ich glaube auch nicht, dass an irgendeiner Stelle diskutiert wird, wenn es dann um eine 18. Halle gibt, in der vorwiegend Kinder und Jugend schwimmend angeboten wird. Im Gegenteil, wenn wir jetzt hier politisch eingreifen, werden die bisherigen demokratischen Aushandlungsprozesse in den Regionalausschüssen gestört. Und es erfolgt eben eine politische Prioritätensetzung, völlig unnötig. Die sowieso im Sport vorhandenen patriarchalen, obrigkeitsdominierten Entscheidungsstrukturen werden weiter gestört. Ehrlich gesagt will ich das gar nicht. Es ist bedauerlich und es ist unnötig. Mit diesem Antrag mischt sich die Politik unnötigerweise in originäre Aufgaben des Sports ein. Es wird ja auch immer betont im Antrag, dass es vor allem auch um Nachwuchsleistungssportförderung geht. Und Frau Schilhanek sagte es, es geht um Vereinssport. Ich halte es für zu kurz gegriffen, die schwächer werdenden Leistungen im Leistungssport, Schwimmen in Berlin, darauf zu reduzieren, dass es weniger Hallenzeiten für Jungen und Mädchen gab. Das sind viel komplexere Themen, die wir da auch, denen wir uns widmen müssen und die wir behandeln müssen. Und hier zu suggerieren, durch mehr Vergabezeiten für Kinder- und Jugendvereine, ich halte das für zu kurz gegriffen. Ich war Herrn Zehlen recht dankbar, dass er hier noch mal betont hat, dass es auch darum gehen muss, die relativ große Quote von Nichtschwimmerinnen, die wir ja im Schulalter ja, und darüber hinaus haben, dass es auch mithilfe dieser Verteilung von Schwimmflächen darum gehen muss, diese abzubauen. Das war in der bisherigen Diskussion so nicht zu hören. Sie wissen, dass ich darauf auch repliziert habe in der Diskussion. Also bitte, dann muss das auch erscheinen. Und das Lernen oder das Lehren von Schwimmen erfolgt ja nicht nur in Vereinen. Machen wir uns nichts vor. Und deshalb ist also Kinder- und Jugendsport auch viel mehr als Vereinsschwimmen. Fazit: Es ist ein Schaufensterantrag, der uns mal geholfen hat, über das Thema zu sprechen. Aber er zeigt auch die Ideenlosigkeit der Koalition und er ist verzichtbar. Ich danke Ihnen sehr.